Ups. Was siehst du da oben, Sühnen? Schuh weit weg. Hier irgendwo. Ja, hier irgendwo. Also voll unvollständig. Da fehlt ein Stück. Welch seltsame Kräfte wirken hier. Mobbing. Das hattest du schon tausendmal so. Ja, nur dass ich halt im Wasser war und nicht hier oben. Nein, es muss genau an diesem Punkt sein. Ich hab's doch auch. Ist trotzdem falsch. Menno. Tada. Was wir die 2860 schaffen wir bestimmt. Wir können schlafen. Es ist halb neun. Vielleicht mache ich auch nur ein bisschen rein. Bevor ich vor der Kamera einschlafe, das ist halt auch ungeil. Ich muss noch duschen. Ah, ist schlimm, oder? Aber wir können Samstag wieder länger machen. Ja. Sam, halte dir nicht still. Und nächste Woche. Erst den hier. Und dann den. Und. Nein. Bleib stehen, Steiner. Sonst kommen mich die bösen Piktenmänner abholen. Geduscht habe ich gegen 16.30 Uhr. Da war ich noch auf Arbeit. Kannst du den Steinen sagen, dass sie stehen bleiben sollen? Ich muss einen Steinmann bauen, der mich vor den Piktenmännern beschützt. Ich gebe mir so viel Mühe, aber es klappt einfach nicht. Steine stapeln!
kennst sie ja richtig gut. Was? Bleibt stehen, Steine. Sonst kommen mich die bösen Piktenmänner abholen. Du kannst das ja richtig gut. Dreht nur an einem Stein. Bleibt stehen, Steine. Sonst kommen mich die bösen Piktenmänner abholen. Hier, so, Stein mal. Stell es dir als eine Prüfung von Geist und Geduld stehen. Vor. Ja. Schichte die Steine hoch und breit. Aber sie fallen immer um. Du musst dich von der Schönheit der Natur leiten lassen. Form, Gleichgewicht und Ausdruck sind entscheidend. Oh, boah, danke, dass du mir das gezeigt hast. Ruhige Hand und ruhiges Herz, kleine Riesin. Leb wohl. Okay, 16:40 geduscht. Oh, läuft bei euch. Zurecht, Mama und Papa. Sorgt euch nicht um mich. Ich habe ein Heer von Steinmännern, die mich beschützen. Ja. Könnt von 15:30 bis 16:30 Origin spielen. Danach unter die Dusche und dann zum Notar. Ah. Ah, Glückwunsch. Anleitung, wie man einen Steinmann baut. Steine finden, es gibt welche am Fluss. Steine aufeinander schichten, um einen Steinmann zu bauen. Der Steinmann wird mich schützen. Uns schützen. Gehört? Wir gehen jetzt demnächst alle an einen Fluss, sammeln Steine und bauen Steinmänner. Und dann schicken wir die Fotos auf Discord. So. Mikrostags genau durchgeplant. Ja, irgendwie schon. Leider ja. So. Da-da. Da-da. Meiner ist auch voll durchgeplant. Gegen 6 Uhr aufstehen, bis 7 Uhr einen Kaffee getrunken haben, bis spätestens 7.15 Uhr auch Essen für die Arbeit haben. Losfahren, dann hoffentlich nur bis 16.30 Uhr arbeiten. Meistens länger. Nach Hause fahren, essen und streamen. So. Voll durchgeplant. Guten Tag. Voll leise. Ah, da. Okay. Kiste. Fertig. So. Einfach. Ups. Ja. Auf den habe ich gewartet. I know you. Warte, ich muss nochmal, ne? So. Ich sag doch, wir schaffen die 2860. Ziel erreicht. Juhu, kann ich jetzt ausmachen. Ciao. Hey. Nein, ey, was? Nein, ja, was willst du da rein? Aus. Da.
War ich dann den Abend Origins spielen. Keine gute Idee. Ich fand die Idee. Auch schön. Beichte. Zuerst empfand ich nichts als Bedauern. Meine Wut hatte mich übermannt. Meine Sippe hat den höchsten Preis dafür bezahlt. Doch dann erschien mir Odin als prächtiger Rabe. Die schwarzen Schwingen ausgestreckt und führten mich zu einem Algenkreis aus Pilzen an einer Eiche. Auf seinen Befehl hin aß ich sie und fühlte das Bedauern nicht mehr. Nur das Verlangen, mehr Blut zu vergießen und diese Lust zu befriedigen, die in mir kocht. Aua, Mikro, aber Origins ist doch nur um 15:30 Uhr. Ja, gut, also. Ups. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ich hab eine Kiste. Ich brauche Schlüssel. Schlüssel. Warum ist hier kein Schlüssel? Könntest du für morgen sogar recht haben? Oh, wow. Coole Panels, wer hat die gemacht? So jemanden, der mir welche erstellt. Die Panels waren von einer Freundin von mir, die macht das eigentlich nicht. Die hat das nur für mich tatsächlich gemacht. Aber Dankeschön. Aber ich kann dich an Juna Arts weiterempfehlen. Die macht sowas auch. Hat unter anderem meine Emotes hergestellt. Und mein Offline-Banner und mein Starting-Screen und hier und da und ja. Dankeschön. Alter, wo ist der Schlüssel? Kann doch nicht sein, dass hier kein Schlüssel ist. Normalerweise mache ich freitags ja um 12 Feierabend, aber habe um 13 Uhr noch eine Telefonkonferenz. Das gibt überstanden. Telefonkonferenzen. Juhu. Ich hasse telefonieren. Dabei kann man doch zocken. Und dann am besten über irgendwas aufregen und nicht auf stumm gestellt sein. Das ist doch geil. Für mich ist es sowieso nur dabei sitzen und zuhören. Ja, dann. Alter, das gibt's doch nicht. Warum ist hier kein Schlüssel? Sag mich nicht, ich muss zu dieser komischen Eiche. Ein Alpenkreis aus Pilzen an einer Eiche. Ach du Kacke, wo soll das denn sein? Ich muss nicht einfach aufgehen. Eine Frage habe ich dann. Was ist überhaupt ein Alpenkreis? Für mich wird es nun Zeit. Oh nein, eine ruhige Schicht. Komm vorsichtig. Alpenkreis aus Pilzen und einer Eiche. Ist das eine Eiche? So, Alpenkreis. Da ist ein Schlüssel. Haha. Der Kreis besteht aus Fotoalben. Nein, nein, ich glaube nicht.
Hier sind nicht mal Pilze. Viel Spaß euch noch. Danke, dir auch. So, ich gucke jetzt, was ein Alpenkreis ist. Oh Gott. Alpenkreis. Oh ja. Existiert nicht. Ich glaube, ich habe es falsch gelesen. Ich lese den Brief jetzt nochmal. Ein Kreis in den Alpen. Boah, ich hab's gleich weg. Und morgen soll ich eine Nacht durchmachen? Ich glaube, ich packe mich in irgendeine Ecke. Du hast noch Energy. Den wollte ich ja morgen nehmen, nicht heute. Ah, okay. Packt sich mit Energy Naked. Yep. Doch, Albenkreis. Was zur Hölle? Albenkreis, vielleicht aus Pinzen. Diplomarbeit. Algen zu Nutzpflanzen, Kräutern, essbaren Pilzen und Beeren. Hatten in der Zeit, der sich hauptsächlich bla bla bla. Algenkreis zu aktuellen Wehrmachtsthemen befriedigt. Was? Noch eine Diplomarbeit. Deutsche Volkstrachten. Treiber für das Mikrofon. Irgendwelche Downloads. Was? Gleich mal Ubisoft anschreiben, was das sein soll. Gestern Nacht habe ich den Schichtleiter in einem dunklen Büro erwischt. Hat er geschlafen? Energy in der einen, Kaffee in der anderen Hand und der Kopf liegt auf der Brust, während ich die Augen ausruhe. So sitze ich dann in der Ecke, genau. Ha, so macht man das also, okay. Pilze! Das sind ja doch Pilze, hä? Waren die da eben schon? Auf geht's, macht nicht mehr so lange. Nee, nee, nee. Mach mal. So ein Albenkreis, ey. Stumblo! Toll, ey. Wer ist das? Oh, das. Schlaft später gut. Danke, du morgen auch. Ich hab R gedrückt, verdammte Kacke. Ja, frag mich mal. Schnauze. Mann. Fertig. Pilze. Nur noch 5 Rätsel.
Oh nö, nicht schon wieder so ein Ding. Stolz erfüllt mich, dass der Herr hier im Lande der Vreokens-Häte so klar durch meine Seele spricht. Er erzählt von seinen Werkzeugen, will, dass ich eines werde. Scheinbar kämpften die Nephilim hier vor langer Zeit. Gegen einen großen Sturm beschützten sie uns. Diese alten Wege müssen wir in Ehren halten. Ich habe den Menschen, die am Vreoken leben, erklärt, was er uns hier hinterlassen hat. Gesegnet seien die, die in diesem heiligen Lichte schreiten. Renain von Kloin, verdammt. Gut. Ups. Ja. So. Oh, hi. Sonne, 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 Sonne. Wo war das in der Richtung? Fertig. Ach nee. Aha. Ah, oh, 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 oh. Tada! Tipp, diesmal musst du auch nicht ins Wasser. Stimmt. Aber ich muss trotzdem Eis kaputt machen. Höhle! Knochen. So. Where do we have to go? Lass mich dahin.